Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe mal wieder richtig groß Lust, ein bisschen Stardew Valley zu spielen. Und deswegen dachte ich mir, hey, warum nicht? Machen wir das doch einfach mal. Yay! Ja, morgen ist das Sterntautalfest. Mega cool. Da freue ich mich tatsächlich schon ziemlich drauf. Jetzt gucke ich mich erstmal ein bisschen um. Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und muss mich jetzt erstmal um bisschen, also hier in dem Spielstand. Ich habe noch einen privaten Spielstand, da sieht es ein bisschen besser aus. Aber ja, da habe ich viel gecheatet, glaube ich. Will ich jetzt hier natürlich nicht machen. Und von daher, ja, gucke ich mich da jetzt ein bisschen um. Wir sammeln jetzt hier erstmal alles so ein bisschen ein. So ein Blumenhonig, lecker. Ui, Pak Choi, Senfkohl. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es heißt tatsächlich Pak Choi auf Englisch, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht genau, aber ist auch nicht schlimm. So, ich habe, ich spiele hier mit Mods. Ich habe mir nochmal zwei, drei Mods runtergeladen, bin ich der Meinung. Ui, schön, wir haben das, ich habe jetzt hier mit einem Schlag töten, das machen wir natürlich alles wieder aus, ne? Das muss natürlich nicht sein, unendlich leben. Eieiei, was habe ich denn da gemacht, Mensch? Wir machen nicht ganz so schnell. Und dann, mit einem Schlag zerstören, unendliche Wassergießkanne. Upsi, Entschuldigung, das hätte ich vorher einstellen müssen, ne? Hm. Naja, gut, ich glaube, das ist aus dem anderen Spielstand. Von daher machen wir das alles wieder aus, ne? Dass wir nicht ganz so... Okay, das ist schon cool, ne? Hier mit dem, was ich mir jetzt überlegt hatte, ich habe, bei dem anderen hatte ich Förster genommen und ich wusste aber gar nicht mehr so richtig, was man dann machen kann. Aber es wurscht, alles gut. So, das lassen wir alles so, wie es ist, ne? Das machen wir jetzt nicht weiter. Ich wollte bloß nochmal richtig stellen, nicht, dass ich irgendwas verpeile. So, dann holen wir uns die Dinger hier raus, schmeißen die in die Maschine. So, und dann werden wir hier mal ein bisschen Ordnung machen, ne? Oh, wir haben Post bekommen, gar nicht gesehen. Hallo Kira, ich wollte dich nur an das Stardew Valley Volksfest morgen erinnern. Vergiss nicht, deine neuen Gegenstände für deine Auslage mitzunehmen. Interessant wird, Leute. Das wird auf alle Fälle noch sehr interessant. Oje, oje, oje. Das mit den vier Ringen hat immer noch nicht geklappt. Schade. Eigentlich hätte ich gerne ein paar mehr Ringe getragen, aber gut. Ja, Iridiumbarren, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ne? Da muss ich tatsächlich mal ein bisschen gucken. Ich mache mir mal schnell das Luau fest auf. Nicht das Luau, sondern das, Sterntaler Volksfest. Das ist mir da. Was mache? So, Tierput. Ah, das sind die vier Sachen, die wir brauchen. Okay. Ne, dann habe ich das nämlich so ein bisschen zusammen. Okay, ich habe mir hier so ein paar Kisten hingepackt. Das ist zwar ganz nett. Da muss man aber auf alle Fälle nochmal ein bisschen mehr sortieren. Wir brauchen da mehr Platz. Ach, hier habe ich sie mit rein, die schicke Frau. Und da ist auch das drinnen. Sehr schön. So, dann schaut es doch schon mal alles gar nicht so schlecht aus. 4, 5, 6 haben wir da. Und dann gucken wir mal. Wir haben relativ viel Gold. Wir haben relativ wenig Kupfer. Dann müssen wir das natürlich alles mal ein bisschen aufholen lassen. Ne? Und dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen Kupfer. So. Sehr schön. Dann gucken wir mal. Unsere Kühe, die wollen, ach, die müssen gemolken werden, ne? Ich glaube, ich habe hier den Melkeimer. Die Milchmaschine wollte ich schon sagen. Aber das stimmt ja so gar nicht. So, komm hier. Was ist jetzt? Ah, jetzt hat es geklappt. So, das ist auch geschafft. Sehr schön. Dann machen wir auch gleich ein bisschen Käse draus. Es ist eh eine kleine Milch, deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Ich schmeiße hier mal eben den Honig rein. Und den Eimer sollte ich vielleicht auch da mal reinschmeißen, ne? So, dann schauen wir mal, was unsere Hühnchen so machen. Ein Ente. Henrietta. Ach, schön, dass ich das da schon hatte. Ja, ja, die Paw Patrol sind jetzt irgendwie doch schon ein ziemlicher Bestandteil des Lebens. Schon krass, was mit so einem Kleinkind alles passieren kann. Gut, so, ein bisschen Holz gesammelt. Hier, Mietzi,
ein bisschen streicheln, hier die Pilzchen einsammeln und dann bin ich ja mal total gespannt, ne? So. Ich werde mir das auf alle Fälle nochmal rausschreiben, was wir dann morgen brauchen. Wir müssen dann bloß mal gucken. Ja, wir kriegen das schon hin. Also das ist eigentlich immer was gewesen, was ich hinbekommen habe. Da mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Habe ich hier irgendwo Baumaterialien reingemacht? Hier, das ist in Ordnung. So, hier haben wir die 6 Kupferbarren. Die brauche ich jetzt hier nicht. Wir müssen nochmal. Echt, wir brauchen ganz dringend mehr Kohle, damit wir da vorankommen können. So, dann haben wir das jetzt schon mal. Perfekt, das läuft noch ein bisschen. Ach genau, guck mal hier. Pass auf, wir machen mal einen Senfkohl, machen wir mal, und eine Rübe machen wir mal hier in die Saatgut-Dingmaschinen-Gedöns. Ich weiß gar nicht, warum das Ding da steht. Das ist voll unpraktisch, so mitten im Weg. So, jetzt bin ich gespannt, wie viele wir rauskriegen. Na toll. 3. Oh, das ist gut. Ist es im Herbst? 6 Tage? Passt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, eine Senfkohlsaat ist relativ wenig, aber okay. So, dann nehmen wir die andere Rübe auch nochmal raus. Ja, komm. Machen wir einfach eine Wildpflaume. Eine Süßkartoffel können wir nochmal nehmen. Ne? Drücken wir die Daumen, dass es jetzt dann besser wird. Was haben wir hier drinnen? Das sind alles noch Frühlingssaaten. Die brauchen wir natürlich noch nicht. Wir nehmen mal noch eine zweite Süßkartoffel. Dann können wir hier gleich beides reinmachen, ne? Ah, schade, wieder nur eine Senfkohlsaat. Das ist blöd. Aber, oh, da ist ja noch ein Kürbis, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, sollen wir mal den Kürbis reinschmeißen? Da wäre ich ja tatsächlich ein Stück weit versucht, ne? So. Wobei, die brauchen, glaube ich, 13 Tage, ne? Also, den müsste ich, wenn, dann heute anpflanzen. Sonst wird es nichts mehr. Hier unten wachsen auf alle Fälle noch ein bisschen was. Das ist in Ordnung. So, 3 Stück. Ihr gucke mal, ne? Schön. Dann pflanzen wir den noch ein. So, da unten ist noch zweimal Platz. Passt. Ja, ich bin zufrieden. Ist in Ordnung. Können wir so lassen? Oh, hier habe ich den Mais übersehen. So, mehr Platz. Da ist noch ein Plätzchen. Gut. Das ist alles soweit. Da kann man nichts mehr machen gerade. Dann lassen wir die Süßkartoffelsaat mal da drinnen. Dann passt es doch schon mal ganz gut. Okay. Gut. Ich habe ja gesagt, ich möchte eigentlich so ein Stück weit gucken, dass ich hier so ein bisschen umbaue. Jetzt ist bloß die Sache, wir müssen auf alle Fälle gucken. Ich habe hier noch so viel Zeug. Haben wir noch so viel Platz hier drinnen? Ach, guck mal einer an. Käse können wir noch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, haben wir schon 5 Mais? Dann bringen wir das jetzt erstmal ins Gemeinschafts Häusle. Halt, da war. Nee, das ist der normale Mais. Hier dreimal Mais. Okay, schade. Das ist leider noch zu wenig. So. Das ist leider noch zu wenig. Gut. Oh ja, dann. Also, wir brauchen. Wir brauchen. Ich würde sagen, die Sachen, kann das sein, dass wir die Sachen brauchen? Oh, ich habe Besuch. Moment. Guten Morgen. Ja, alles gut. Fehlt noch das Sandfischle. Da ist der Stör, den haben wir ja verpasst. Ne? Den gibt es im Winter nochmal die Möglichkeit. So.
So, Tresor ist bloß Geld. Das tut besonders weh. Ah, guck, Markierer. Ah, okay, da brauchen wir bloß noch den Trüffel. Aber dann machen wir ein bisschen unser Inventar leer. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so schlecht, ne? Den Granatapfel und den Apfel, das werden wir halt nicht mehr so zusammenbekommen. Ich guck mal, habe ich noch einen Wein? Habe ich irgendwo... Die Eier kann ich noch mitnehmen, das habe ich gesehen. Die wären auf alle Fälle möglich. So, einen Wein, den habe ich doch da drinnen gesehen, oder? Nein, hast du nicht. Wo habe ich denn... Ich bin der Meinung, ich hätte irgendwo einen Wein gesehen. Da, guck mal. Melone. Oh, das ist aber teuer. Okay, das ist eben teuer. Das ist viel. Aber gut, was soll ich machen, ne? Nee, das ist mir zu teuer. Das ist wirklich ziemlich teuer. Das finde ich jetzt nicht so schön. Okay, dann gucke ich mal. Halt, das war jetzt das da. Handwerksdings haben wir fast geschafft. Da fehlt bloß noch der Winter. Ach hier, Aubergine, Kürbis, Süßkartoffel. Na toll, jetzt habe ich die Süßkartoffel gerade. Na gut. Dann ist das halt so, ne? Dann kann ich das jetzt auch nicht ändern. Genau, da haben wir die beiden Sachen. Das Entenei kommt später. Eine große Milch habe ich unten noch, ne? Das habe ich gesehen. Warte, dann nehmen wir hier die große Milch noch mit. Ah, guck mal, und einen Käse kann ich, glaube ich... Habe ich schon einen Käse gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Eine große Milch. Jetzt gucken wir nochmal. Ach, guck mal. Muss ich kein goldenes einnehmen. So, nee, halt, Speise da. Großes Ei. Nee, ich habe noch keine große Milch. Fehlt bloß noch das Entenei oder die Ziegenmilch. Juhu! Dann ist das auch schon mal wieder gut, ne? Schwarzes Brett, da haben wir gesagt, das haben wir dann dabei. Die Hasenfutter und sowas, das müssen wir dann alles erst noch finden. Ja, dann gehen wir jetzt einmal ein bisschen außen rum. Schauen mal, ob irgendwo was rumliegt. Und dann gucken wir mal, dass wir nochmal so ein bisschen... Ja, vielleicht können wir doch nochmal irgendwo ein Stück weit ein bisschen Geld uns zusammen farmen. Müssen wir dann mal gucken. So, ein Pilzchen. Das ist ja auch immer ganz gut. Jut. Okay, dann sind wir jetzt hier schon beim Gemeinschaftszentrum. Das ist natürlich sehr schön. Hui. Dann gucken wir da mal eben rein. Also, ich habe ja hier gesagt, ne? Hier können wir... da können wir die Markierrolle und das Spiegelei da hinzufügen. Das ist sehr gut. Ja, das fehlt leider alles ein bisschen. Da ist der Wein, den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich würde hier jetzt tatsächlich mal schauen. Also wir können ja hier... Boah, 5000. Die Busreparatur. So, dann nehmen wir zumindest den mal mit. Dann haben wir da schon mal. Ja, Geld ist wirklich... Also holla die Waldfee. So, die Qualität haben wir noch nicht, ist aber nicht schlimm. So, Aubergine und Kürbis. Dann haben wir hier den Käse. Aha, siehst du, den können wir damit reinmachen. Oh, hatte ich einen Stoff? Das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gesehen. Aber ist erstmal nicht so wichtig. Und die Milch. Ne, und dann haben wir hier schon wieder ein bisschen was aufgefüllt. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Ja, da muss man sich vielleicht wirklich ein bisschen bemühen, nochmal ein bisschen angeln gehen. Und die Fischlis dann ein Stück weit halt, ja, kaufen. Heute hängt nichts aus. Oh, ich habe gar nicht geguckt, wer heute Geburtstag hat. Hat heute jemand Geburtstag? Nein, heute hat keiner Geburtstag. So. Da ist keiner. Sehr schön. Oh, aber hier ist noch so eine Wochentafel. Mm. Saftige Käfer gesucht. Hallo, ich suche einen großen Haufen Käferdärme. 100 Stück. Eieiei. Ich brauche einen örtlichen Angler, der mir hilft, ihre Anzahl zu reduzieren. Das ist total blöd, weil man hier überhaupt nicht sehen kann, welche Fische er meint. Wir nehmen diese Käfergedärme. Also keine Ahnung, ob das... Sammle einen Haufen Käferfleisch, lege das Käferfleisch in die Tonne neben Willis Haus. Okay. Das können wir doch mal machen, ne? Mal gucken, da haben wir jetzt 7 Tage Zeit. Das kriegen wir schon hin. So. Oh, schau mal, schön. Hier sind ganz viele
Korallen und Seesterne und ganz viel Gedönszeugs. Supi. Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich mal einen Moment angeln gehen, weil zum einen haben wir... Oh. Zum einen haben wir ja eh noch relativ viel Energie. Aber zum anderen haben wir hier auch noch ein bisschen die Möglichkeit, Erfahrungspunkte zu sammeln. Sehr gut. Sehr schön. Das ist zwar nicht unbedingt ein super guter Fisch, aber egal. Was soll's. So. Du darfst ruhig ein bisschen schneller anbeißen. Und dann müssen wir mal gucken nach dem Luau-Fest. Es gibt dann aber keine Doppelfolge, weil das Luau-Fest wirklich lang dauert. Also ich bin da immer so der Typ, ich will ja die Sternfrucht, ich glaube es gibt eine Sternfrucht, bin ich der Meinung. Und dafür brauchst du halt diese, ich glaube 1000 Punkte oder sowas, ne? Und das dauert ein bisschen, bis man diese Punkte zusammen hat. Und deswegen deswegen werden wir viel Zeit damit verbringen, Fische zu angeln. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Vielleicht schneide ich auch ein bisschen was zusammen. Aber Lust habe ich auf alle Fälle total drauf. So, ist ganz schön lauter. Fällt mir jetzt erst auf. So. Jetzt gucken wir mal. So, perfekt. Ne? So zwei, drei Fischlis angeln wir noch. Und dann gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Hinten im Wald ist ja noch ein bisschen was am Platz. Wir können auch das Hartholz noch holen aus den Secret Woods. Das ist vielleicht auch gar keine schlechte Idee. Ja. Entschuldigung, das war jetzt nicht so gut. Da habe ich jetzt gerade so ein bisschen von mir hingeträumt. Ups. Aber gut. Schatz ist bekommen. Seegurke haben wir eingefangen. Oh, 5 Kohle. Voll gut. So. 16.40 Uhr. Und dann gucken wir mal. Ja. Ja, und das Kieferfleisch, das müssen wir dann halt einfach sammeln gehen in der Mine. Ich denke, das ist auf den unteren Ebenen relativ fix gemacht. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir da sehr viel Zeit mit verbringen werden. Von daher. Aber da gucken wir trotzdem nochmal. So, gehen wir hier nochmal ein bisschen lang. Ob wir da irgendwas Schönes finden? Nein, leider nicht. Ach Mensch, habe ich eigentlich schon einen Schlüssel? Nee, ne? Doch, den Schädelschlüssel habe ich, aber leider weiß ich gar nicht, ist der... Ja, waren wir scheinbar schon ganz unten in der Mine. Das ist ja ganz gut. So. Sieht man auch hier ganz gut. Das wäre auf alle Fälle nochmal eine Sache, ne, die mir am Herzen läge, dass wir das, dass wir die Kupferhacke im Winter dann auf alle Fälle nochmal ein bisschen erweitern. Spätestens im Winter, ne? Kostet halt alles Geld. Das ist so ein bisschen die Problematik hinter der ganzen Geschichte, aber gut. Das kriegen wir dann schon hin. So, jetzt schauen wir mal. Secret Woods. So, jetzt haben wir hier einen blauen. Au. Ja, ja, toll. Jetzt müssen wir mal eben tauschen. So. Dann haben wir... Ach, guck mal, da ist noch ein Pilz. Das ist super. Den nehme ich natürlich auch sehr gerne mit. Dann haben wir hier... Diese haben wir uns gut hingekriegt. Ne? Da müssen wir ein bisschen kämpfen. So, ich weiß gar nicht. Ich hatte eigentlich die größeren Secret Woods mitgenommen, aber ich glaube, das ist hier leider nicht so passiert. Schade. Da habe ich... ja, weiß ich nicht, was da passiert ist. Ich hätte gerne die etwas größeren Secret Woods gehabt, wo man einfach ein bisschen mehr sich umschauen kann, aber da hat was nicht so ganz geklappt. Aber ist nicht schlimm. Alles gut. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, man hat ja eh schon relativ wenig Zeit und von daher... Ja. So. Haben wir hier
Na, jetzt müssen wir mal hier. Zack, sehr gut. Ja, freue ich mich auf alle Fälle auf die nächste Folge, ne? Mit dem Luau-Fest, mit dem, oh, was ich immer mit dem Luau habe. Ja, das ist, weil ich in dem anderen Spielstand gerade da dran war. Ah. Aber es wird, glaube ich, schon cool mit der Aussage, also mit der Auslage und allem drum und dran. Ach, guck mal, hier können wir noch ein bisschen Holz sammeln. Wir haben ja dann doch noch einiges an Energie. Und es ist auch noch gar nicht so spät. So. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Holz gesammelt. Mal gar nicht so unwichtig, weil wir relativ wenig Kohle haben. Und wir können mit dem Holz, was wir sammeln, einfach ein bisschen Kohle generieren. Ach, guck mal, Apfel und Granatapfel. Haben wir ja doch noch die Möglichkeit, ein bisschen was. Sehr schön. Ach, guck mal. Ja, schön. Eingelegter Senfkohl. Der passt. Den müssen wir jetzt aber irgendwo dazu packen. So, jetzt gucken wir mal. Okay. Eieiei. So. Ganz viel bekommen. Weiß gar nicht, warum das da drinnen ist und das da, weil eigentlich, ne? Guck mal, jetzt machen wir hier mal den Stoff rein. So. Ach, ich habe hier hinten in der Winterkiste ist noch ein bisschen was an Zeug. Aber das sind alles Sachen, die wir noch nicht. Schau, das sind alles Sachen, die wir noch nicht weiter groß haben. Ich weiß gar nicht. Ach, hier ist das. Genau, das müssen wir sammeln. Das kriegen wir wunderbar hin. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. So, guck mal, Reissaat. Das haben wir auch. Da ist jetzt das mit drinnen. Sehr schön. So. Dann packen wir das da mit rein. Ich weiß gar nicht, wo sind die ganzen Muscheln und so. Hm. Habe ich das alles... Ja gut, es kann natürlich sein, dass ich das alles verkauft habe, ne? Ein bisschen... Ich würde jetzt tatsächlich ein bisschen was verkaufen. Und zwar zum einen eben halt diesen weißen Thun, den brauchen wir nicht. Ein bisschen Wein. Ein bisschen, ich muss ein bisschen Geld generieren. Das ist einfach alles ein bisschen zu wenig, was wir hier haben. Das ist nicht so schön. Die bringen halt nicht ganz so viel und dennoch ist es gar nicht so schlecht, einen Teil davon zu verkaufen. So. Und dann müssen wir uns einfach ein bisschen umschauen und gucken, was wir... Guck mal, hier von denen können wir ein paar verkaufen. Da haben wir relativ viele. Von denen können wir nochmal ein paar verkaufen. Bringt das was? Nee, bringt nicht wirklich viel. Die Kohle ist mir zu schade. Um die dafür dann noch mit... Den Senfkohl können wir mit verkaufen. Das sollte auch kein Thema sein. So. Ich weiß gar nicht, die Knochenfragmente, keine Ahnung, wofür wir die brauchen werden. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Und das sind die ganzen Sachen zum Essen. Die würde ich jetzt aber nicht verkaufen. Ja, so die Fische, da würde ich generell einfach noch ein bisschen warten wollen, weil die ja irgendwann nochmal mehr wert sind, ne? Wenn wir Level 10 haben, aber auf der anderen Seite, ja, so ein bisschen weißer Ton, das geht dann schon. So, den Schokoladenkuchen, den kann man wunderbar verschenken. So, dann haben wir ein bisschen Geld ausgegeben. Okay, nichtsdestotrotz werde ich jetzt noch ein bisschen Holz hacken. Denn, ja, nach wie vor haben wir noch Energie und wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Und ja, wie ich bestimmt in jeder Folge erwähnt habe, ist mir das schon wichtig. Dass ich immer schaue, dass ich die Energie relativ weit runter bringe. Und wenn es eben halt nur ein bisschen Holz sammeln ist. Aber was heißt nur? Holz ist total wichtig. Ja. Dann haben wir das auch noch fertig gemacht. Sehr schön. Gut.
Hier sind noch mehr Bäume. Die sieht man erst gar nicht so richtig, ne? In diesem ganzen Gras, in diesem goldgelben Gras, orangenfarbenen. Diese vielen Bäumchen, die gehen erstmal so ein bisschen unter, finde ich. So, dann haben wir hier auf alle Fälle nochmal ein Bäumchen. Ja, an die anderen komme ich jetzt nicht so gut ran. Hier hat sich das alles so ein bisschen überlappt, weil das noch von der... Ach, guck mal. Das ist gut. Das finde ich in Ordnung. Es ist halt noch durch die andere... Ich sag schon, na, durch die andere Karte, ne? So, und jetzt sieht es nämlich so aus, wie ich das gerne hätte, nämlich relativ weit runtergearbeitet. So, genau. Sehr schön. Da haben wir hier nochmal... Ui, schön, ein Mixseed ist auch immer sehr... Oh, na toll. Jetzt hat, ne? Melone. Okay, pass mal auf. Dann würde ich jetzt hier aber tatsächlich mal Leichtes nehmen, so einen Wein aus... Haben wir nicht noch diese Himbeeren? Nein, haben wir nicht. Okay, gut. Dann halt nicht. Dann nehme ich jetzt Gemüse, ja toll. Hier so eine Blaubeere. Dann, oder hier so eine Peperoni. Dann machen wir einen Peperoni-Wein. Nee, das klingt nicht gut. Wir machen einen Blaubeerwein. Ich glaube, das ist in Ordnung. So, und dann brauchen wir noch für das Ding brauchen wir noch was. Dann nehmen wir... Ich habe doch hier eigentlich schon super viel Zeug drinnen, oder? Habe ich nicht auch so ein bisschen Gemüse drin, was man verarbeiten kann? Naja, ne? Nicht wirklich viel. Dann nehmen wir... Ja, komm, wir nehmen dann zweimal Aubergine und zweimal... So. Ach, da ist ja auch noch ganz viel, was fehlt. Eieiei. Oh nee, dann machen wir das doch. Dann machen wir hier nochmal. Hier, so, pass auf. Dann machen wir jetzt hier zweimal am Rand. Dann machen wir das da rein. Das machen wir da rein. Okay, jetzt bin ich relativ zufrieden. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr heute mit dabei wart, ja? Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Genau. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.